Und ich werde jetzt hier auch nicht mehr so viel Energie mit reinstecken. Dann dachte ich mir, die kommen ja sowieso nicht. Und jetzt treiben die alle aus. Also jedenfalls ist der Baum jetzt kaputt. Das war mein anderer Maulbeerbaum. Da hat die Wühlmaus sich da ziemlich gut vergnügt und die Wurzeln ziemlich stark angeknabbert. Bin mir jetzt nicht sicher, ob der da überhaupt kommt. Baut eine Wurzelsperre rein, weil der wächst jetzt da bis ganz hinten durch. Nach langer Zeit stehe ich mal wieder hier vor meinem Schrebergarten. Und über den Winter gibt es eigentlich sehr wenig da zu sehen. Da wächst so ziemlich gar nichts und ist auch recht uninteressant. Aber jetzt so Ende April, Anfang Mai fangen jetzt auch hier die ersten Sachen an zu wachsen, zu blühen. Und hier gibt es dann auch wieder einiges an Gartenarbeit zu machen und da werde ich euch jetzt ein bisschen mitnehmen. Sobald der Schrebergarten betreten wird, sieht man hier die weiße Blütenpracht. Und die Zwetschge, die blüht jetzt auch ziemlich gut vor sich hin. Bin mal gespannt, ob dieses Jahr mehr Früchte gibt als letztes Jahr. Aufgrund des Regens gab es da nicht mehr so viel. Und das ist jetzt noch da drüben ein anderer Baum, der mit schön weiß blüht. Da weiß ich jetzt auch nicht ganz genau, was das jetzt überhaupt für ein Baum ist. Hier drüben beim Nachbarn, da hat er seine Apfelbäume ziemlich stark zurückgeschnitten. Ich glaube, dieses Jahr werden da überhaupt gar keine Früchte dranhängen, wenn überhaupt nur ein paar wenige. Ist halt recht schade, wenn die Leute nicht ganz genau wissen, wie sie halt ihre Bäume gut schneiden können, damit die halt auch gesund sind und auch schön viele Früchte tragen. Sonst ist es jetzt hier nochmal ein bisschen kahl, sage ich mal. Einfach aus dem Grund, dass halt hier ist halt eine ziemlich kühle Gegend ist mit einem halben, also der halbe Tag ist sehr viel mit Schatten. Deswegen braucht es da auch ziemlich lange, bis hier mal die Wärme reinkommt und die Pflanzen austreiben. Hier jetzt bei meiner Feige, da sind jetzt auch ein paar Triebe ziemlich stark vertrocknet an den Spitzen, beziehungsweise durch die Kälteeinwirkung ist letztes Jahr auch passiert, wird dann in der Regel dann nochmal ziemlich gut austreiben. Muss ich auch mal schauen. Das wäre nicht der optimalste Standpunkt für die Feigen. Hier jetzt auch die Knoblauche, die ich letztes Jahr gesteckt habe, die kommen dann auch wieder. Die sind damals von Schnecken ziemlich stark angefressen worden. Und dann dachte ich mir, die kommen ja sowieso nicht. Und jetzt treiben die alle aus. Also das Grün oben war abgefressen, aber die Knollen, also die Wurzeln waren noch drinnen. Die Wühlmaus hat mir hier nichts gemacht, hat die Knoblauch in Ruhe gelassen. Jetzt gehen hier überall im Schrebergarten überall Knoblauch auf, obwohl ich ihn dieses Jahr nicht gesteckt habe. Finde ich schön. Ich kann dann dieses Jahr meine Knoblauchernte nochmal zusätzlich erweitern. Der Beinwälder fängt jetzt auch an auszutreiben. Ist eine wirklich super Pflanze in der Permakultur. Bietet einerseits eine ziemlich gute Blütentracht für die Bienen, wurzelt auch ziemlich tief mit Pfahlwurzeln, das heißt auch lockt sozusagen Regenwürmer an und fördert das Bodenleben, weil der hat dann sozusagen die Bakterien und das Leben von unten nach oben, bringt auch die Nährstoffe und man kann, weil der Beinwälder auch ziemlich großes Blattwerk bildet, daraus vielleicht auch Jauchen machen oder auch als Mulch nutzen. Der wächst jetzt unterhalb vom meiner weißen Maulbeerenbaum. Der treibt jetzt auch gut aus, wenn die Kamera jetzt ein bisschen scharf stellen würde. Der fängt jetzt gerade erst an. Die Knospen werden so langsam grün. Jedenfalls ist der Baum jetzt kaputt. Das war mein anderer Maulbeerbaum. Da hat die Wühlmaus sich da ziemlich gut vergnügt und die Wurzeln ziemlich stark angeknabbert. Bin mir jetzt nicht sicher, ob der da überhaupt kommt. Und im Allgemeinen ist halt so, die ganzen Bäume, die ich hier drin reingepflanzt habe, auch die Kiwis oder die Reben, haben es hier ziemlich schwer. Entweder es ist hier zu kühl, letztes Jahr war es zu feucht. Wenn hier mal die Kälte reinkommt, dann geht da hier auch einiges kaputt. Oder die Wühlmaus bedient sich ziemlich gut, zum Beispiel auch bei der chinesischen Dattelpalme. Ist meistens immer ziemlich ärgerlich und ich werde jetzt hier auch nicht mehr so viel Energie mit reinstecken und hier neue Bäume reinpflanzen, weil das auch ziemlich viel ins Geld geht und ich habe keine Lust, jedes Mal neue Bäume zu pflanzen. Was halt jetzt hier ziemlich gut wächst, sind die Johannisbeeren. Das sind jetzt die schwarzen Johannisbeeren von meinem Ableger. Hier habe ich 1, 2, 3, 4 und hinten in der Reihe hinter dem Hochbeet, da sind dann nochmal weitere 4 schwarze Johannisbeeren. Die wachsen hier ziemlich gut, haben auch schon die ersten Fruchtansätze. Also
die werde ich dann hier auch ziemlich gut weiter vermehren, sage ich mal. Bei den Kiwis schaue ich mal, die sind jetzt nicht ganz immer so ausgetrocknet. Das wird sich dann zeigen im, sagen wir mal, Mai, Juni dauert es in der Regel, weil es ja jetzt recht kühl ist. Hier in den einem Hochbeet habe ich hier Steckzwiebeln reingesteckt, Stuttgarter Riesen, auch in dem, die wachsen jetzt hier ziemlich gut, da machen die Schnecken jetzt nicht mehr so viel Probleme. Und das ist jetzt die Saison für die Knoblauchsrauke, also April, Mai, die wächst jetzt hier auch überall, ja, sage ich mal, wild bei mir. Ist halt für diejenigen, die da jetzt Interesse haben, wenn ihr noch Wildkräuter isst und euren Körper bei der Entgiftung zum Beispiel zu unterstützen, die Knoblauchsrauke, ein wunderbares Wildkraut, schmeckt halt auch so ein bisschen würzig wie Zwiebeln, Knoblauch, so in der Richtung, kann man auch gerne nutzen, riecht auch in der Richtung. Es hat eine ziemlich gute Wildpflanze, wird noch mal ein bisschen größer. Und ja, wie gesagt, für all diejenigen, die da Interesse haben und nicht wissen, wie die Wildpflanze ausschaut, eine für Mai und April eine sehr schöne Wildpflanze. Hier der Bärlauch, den ich reingesetzt habe, den lasse ich jetzt auch einfach in die Blüte gehen, damit er sich hier weiter vermehrt. Mein Nachbar sowieso da drüben, wenn man da den Weg runter geht, kann ich vielleicht euch dann später zeigen oder einen Videoausschnitt machen. Der hat dann nur Bärlauch, also da wächst alles kunterbunt runter. Hier jetzt nochmal eins der bekanntesten Wildkräuter, die so ziemlich jeder kennt, und zwar die Brennnessel. Die fangen jetzt auch an auszutreiben und die jungen Triebe, die eignen sich auch ziemlich gut, um den Körper auch mit zu reinigen, zu entgiften und für Salate, Smoothies oder auch zum Saft verfeinern eignen die sich auch ziemlich gut, die Brennnessel. Jetzt wartet noch ein bisschen Arbeit auf mich, und zwar habe ich sehr viel Bambus geschnitten, welches halt vom den Schrebergarten meines Nachbars hier rüber gewachsen ist, weil die einfach bei mir rübergehangen sind und zu viel Schatten angespendet haben oder weil der Wind sie auch abknicken lassen hat und dann einfach bei mir rübergehangen sind. Keine Sorge, ich habe die Erlaubnis, sie zu schneiden, weil als Bambus ziemlich invasiv ist. Jedenfalls werde ich die ganzen Stangen hier jetzt einfach dafür nutzen, um eventuell weitere Insektenhotels zu bauen oder auch als Rankhilfe zum Beispiel nutzen für meine Himbeere, für Bohnen, für Gurken oder auch für Melonen. Jetzt bin ich fertig, habe die Blätter von dem Bambus runtergeschnitten, sind jetzt ungefähr mindestens 20 Stangen. Das ganze Laub hier lasse ich jetzt so ein bisschen auf den Wegen liegen. Habe auch ein bisschen auf den Kompost was draufgeworfen oder als Mulch für um die Bäume herum, damit da einfach nochmal zusätzlich Pilze und Bakterien gefördert werden, damit die Bäume nochmal besser wachsen. Das ist jetzt zum Beispiel meine Edelpflaume, eine René Claude. Und der Bambus ist schon eine richtig schöne Pflanze, also da auch wieder aufpassen, baut eine Wurzelsperre rein, weil der wächst jetzt da bis ganz hinten durch, wahrscheinlich auch bis hinter ans Feld, weil halt der Nachbar hier keine Wurzelsperre reingemacht hat. Aber dennoch mit den ganzen, zum Beispiel mit den gelben Stangen hier, da kann man auch was Schönes bauen. Die sind auch sehr schön und recht hart. Sind dann auch sehr belastbar, also mit denen kann man einiges machen, also Ranggerüst, vielleicht auch ein Tomatenhaus, wenn die Stangen dick genug sind und robust genug sind, kann man dann bestimmt auch damit machen. Dann als Insektenhotels habe ich auch schon mal ein Video dazu gemacht, also ist eine recht vielseitige Pflanze und durchwurzelt auch ziemlich gut den Boden, ist auch bestimmt auch ziemlich gut für den Humusaufbau, dieses chinesische Gras. Mehr gibt es auch momentan nicht zu sehen, von daher wird es ein etwas kürzeres Video im Vergleich zu meinen anderen Videos. Wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben, gerne auch einen Kommentar hinterlassen.
dann noch den Kanal kostenlos abonnieren und dabei auf die Glocke drücken. Das sind nur 2 Klicks, kostet nichts, wie gesagt, und hilft mir einfach dabei, meinen Kanal weiter aufzubauen. Hilft einfach, dass der Algorithmus meinen Kanal erfasst und so weiter und so fort, dass halt mehr Leute auch auf meinen Kanal aufmerksam werden. Also für die Unterstützung bedanke ich mich schon mal sehr. Gerne auch diese Videos teilen, Freunden, Bekannten und Familie, damit wir uns einfach gegenseitig unterstützen, ich eine Motivation habe, auch weiterhin für euch diese Videos zu machen. Und weitere Unterstützungsmöglichkeiten wie immer unten in der Videobeschreibung auf meiner Webseite zum Beispiel. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin, ciao.